Es fing damit an, dass eine Klasse in den Wald wanderte, statt vor dem PC oder dem Rechner zu sitzen. Dann gab es den Moment, wo Dinge plötzlich nicht mehr gingen, weil wir das ja in letzter Zeit ganz viel gehört haben und das geht einfach nicht, wir verschieben das, dann vergessen wir das, also passiert das. Dann gab es aber einen Zusammenschluss von KollegInnen und SchülerInnen, die herausgefunden haben, geht nicht, stimmt gar nicht so ganz. Es stimmt nur, so wie gehabt geht es nicht. Aber es gibt immer Wege und Möglichkeiten, um sein Ziel zu erreichen. Und so ist es entstanden, dass wir in einer sehr wertschätzenden und liebevollen Gemeinschaft ein Stück entwickelt haben und es draußen auf dem Kornhalmdach machen, zum ersten Mal in der Schulgeschichte, das 8. Spiel draußen. Und jetzt wünschen wir allen ganz viel Spaß mit der letzten Aufführung von Ronja Räubert. Dann leichter und wahrscheinlich wird das Kind auch von heiterer Natur, wenn es bei Gesang zur Welt kommt. Mhm. Kommt denn dieser Räuberwald nicht bald? Ich bin schon alt und klapprig und bald fertig mit meinem Räuberleben. Da wäre es schon gut, einen neuen Räuberhauptmann zu sehen, bevor es mit mir zu Ende geht. Ich habe ein Kind gekriegt! Hört ihr, was ich sage? Ich habe ein Kind gekriegt! Was ist denn geworden? Eine Räubertochter! Eine Räubertochter! Hier kommt sie! Schön. Ja, jetzt ist euch wohl das Bier in die falsche Kehle gerutscht, was? Ja. Weil sie das schönste Kind sehen wollt, was je in einer Räuberhöhle geboren wurde. Wie sollen sie denn heißen? Ronja, so wie ich es schon seit langem beschlossen habe.
Und wenn es ein Junge geworden wäre? Wenn ich beschlossen habe, dass mein Kind Ronja heißt, dann wird es auch eine Ronja. Du Kind, in diesen kleinen Händen hältst du jetzt schon mein großes Räuberherz. Ich begreife es nicht, aber es ist so. Darf ich sie auch mal halten? Da hast du den Räuberhauptmann, von dem du so lange gefaselt hast. Lass sie aber ja nicht fallen, denn dann hat deine letzte Stunde geschlagen. Ja, ja. Irgendwie hat sie noch gar kein rechtes Gewicht. Ja, was hast du denn erwartet, du Schafskopf? Etwa einen großen, fetten Räuberhauptmann mit Schmerbauch und Spitzbart. Ja, ich... Ja. Da wird sich Bocker die Pest an den Hals ärgern. Oh ja. Soll er doch in seiner elenden Räuberhöhle sitzen und von Neid mit den Zähnen knirschen. Genau. Ja. Jetzt lebt die Mathe-Sippe weiter, aber mit der Borker-Sippe geht's bergab. Schnurstracks zum Donnerdrummel. Oh. Genau, schnurstracks zum Donnerdrummel. So sicher wie der Tod. Denn soweit ich weiß, hat Borker noch kein Kind zustande gebracht. Ja, genau. Ja. Und er wird auch nie eins fertig kriegen. Das hat ja wacker geballert. Ich fress einen Besen, wenn das nicht eingeschlagen hat. Hast du umgekippt. Mordspestilenz, Ronja. Was für ein Mordsknall. Den hättest du damals hören sollen. Ach, den hast du ja gehört. Du kleines neugeborenes Würmchen, das du warst. Einfach rums hat es eingeschlagen. Und zwar gründlich. Ja. Unsere uralte Mattesburg war von den obersten Zinnen bis hinab zum tiefsten Kellergewölbe in zwei Hälften geteilt. Und dazwischen klaffte ein Abgrund. Ja. Und jetzt schaut euch an, was aus unserem Gewitternachtkind geworden ist. Ja, schön. Ist sie nicht schön wie eine kleine Ruder? Gebt euch zu! Ja! Lasst uns feiern, dass unsere kleine Ronja schon so groß geworden ist. Ja! Groß ist sie geworden, unsere kleine Drude. Oh ja. Ja. Lobis, lass Ronja hinaus. Sie muss lernen, wie es ist, im Matteswald zu leben. Ach, Mattes, hast du es endlich auch begriffen? Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre Ronja schon längst draußen. Aber hüte dich vor den Graugnomen und den Wildruden und den Borkerräubern. Woher soll ich denn wissen, wer die Graugnomen, die Wildruden und die Borkerräuber sind? Ach, das merkst du dann schon selber. Na dann. Und dann hütest du dich davor, dich im Wald zu verirren. Und was tue ich, wenn ich mich im Wald verirre? Du suchst dir den richtigen Pfad. Na dann. Und dann hütest du dich davor, in den Fluss zu plumpsen. Und was tue ich, wenn ich in den Fluss plumpse? Du schwimmst. Na dann. Und dann hütest du dich davor, in den Höllenschlund zu fallen. Er meint den Abgrund, der die Mattesburg in zwei Hälften teilt. Weiß ich. Aber was tue ich, wenn ich in den Höllenschlund dann, falle? Dann tust du gar nichts mehr. Dann falle ich eben nicht in den Höllenschlund. Sonst doch was? Ja, aber das merkst du dann schon selber, von alleine. Geh jetzt. Aber nur bis zum Weiher! Hörst du? Ja, ja! Die Steinhalle die gewahrte Welt ist. Nicht einmal die gewaltige Mattesburg ist die Welt. Nein, die Welt ist noch viel größer. Da, der Weiher mit den Blumen auf dem Wasser. Wie dunkel und hoch die Tannen sind. Wie
die Sterne leuchten. Ich muss heim, sonst wird Mathis außer sich geraten. Männchen, Männchen, Kaufloh, Wald. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Kaufloh, alle, beißt und schlagt zu. Kaufloh, alle, beißt und schlagt zu. Hilfe! Attacke! Schert euch zum Donner, komm ich hier drauf los! Was hat ihr vor, Tom? Was Graugnomen sind. Ja, jetzt weiß ich, was Graugnomen sind. Aber wie du mit ihnen fertig wirst, das weißt du nicht. Es ist so, wenn du Angst hast, dann wittern sie das von weit her. Und erst dann werden sie gefährlich. Ja, Ronja, das gilt für so mancherlei. Deswegen ist es im Matheswald am sichersten, wenn du dich nicht fürchtest. Ja. Das will ich mir merken. Hast du dir auch all das andere gemerkt, wovor du dich hüten musst? Ja, vor den Wildtruden, dem Höllenschlund, und den Borkerräubern. Aber einen Borkerräuber habe ich noch nicht getroffen. Ist auch nicht so. Die Borkerräuber haben gerade anderes zu tun, als uns aufzulauern. Ja, wenn Borker nicht so ein Hundsort wäre, könnte er einem fast leid tun. Die Landsknechte des Vogts jagen ihn im Borkerwald und der Wicht hat keine ruhige Minute mehr. Bald werden sie ihn ausgeräuchert haben aus seinem Räubernest. Ja. Aber er ist nun mal ein Hosenschisser. Alle Borkerräuber sind Hosenschisser, die ganze Rotte. Da lob ich mir die Mattesburg. Hier ist man sicher wie der Fuchs in seinem Bau und der Adler in seinem Horn. Sollten hier irgendwelche Hornochsen von Landsknechten Streit suchen, dann fahren sie zum Donnerdrummel und das wissen sie. Zum Donnerdrummel. Genug jetzt, Zeit zum Schlafen. Och, muss das sein, Loris. Immer so früh. Oh, Gonja, ein Gewitternachtkind bist du. Und ein Drudennachtkind auch. Und aus solcherlei werden manche Dickköpfe. Das weiß man ja. Sieh dich nur vor. Das will ich mir merken. Und morgen erkund ich den Höllenschlund. Fühlt heute Wald des Nachts im Wald. Von Reichen die Sachen und jagen die Schüsser, ist das des Knalls. Oder? Ja, bei seinen Jagen. Borkerräuber. Wir machen euch nieder, ihr Hosenschisser. Attacke! Ja.
Wer du bist. Du bist die Räubertochter, die immer im Wald rumrennt. Ich hab dich da mal gesehen. Und wer bist du? Und wie um alles in der Welt bist du hierher gekommen? Ich bin Birk Borkason und ich wohne hier. Wir sind heute Nacht hier eingezogen. Wer? Wir? Na, Borka und Undis und ich und all unsere Räuber. Willst du etwa behaupten, dass die ganze Nordburg voller Hosenschisser ist? Nein. Hier leben nur rechtschaffende Borkerräuber. Aber da drüben, wo du wohnst, da ist es knüppelvoll von Hosenschissern. Das hat man ja immer gehört. Was ist los mit dir? Geht es dir nicht gut? Ich hab genug. Genug von deinem Lümmelgeschwätz und Frechheiten. Komm nur her, dann hau ich dir eins aufs Maul, dass dir die Nase abfliegt. Mach's nach, wenn du kannst. Das war zu viel. Gar nicht so ungelenk. Du wolltest mir doch heute aufs Maul hauen. Wieso tust du es denn nicht? Jetzt komme ich. Das sehe ich. Borkason! Da bist du ja noch. Bleib dort stehen. Was anderes kann man hier unten schlecht tun. Reib dir die Schlinge über, wenn du kannst. Aber klettere erst los, wenn ich sage. Nicht früher. Los jetzt. Bald brech ich mitten durch. Wie die Martinsburg. Aha, hier liegst du also. Ja, hier liege ich. Bist du jetzt fertig mit dem Gehopse? Nein, einmal muss ich noch springen, um auf die richtige Seite zu kommen. Ist doch klar, zur Borkerfeste. Nimm aber erst mein Lederriemen ab. Mit dir will ich nicht länger als unbedingt nötig zusammengebunden sein. Versteht sich. Aber von nun an werde ich wahrscheinlich auch ohne Lederriemen an dich gebunden sein. Oh. Fertig zum Donnerdrummel! Mach das nicht nochmal! Das rate ich dir. Aber dass du mir das Leben gerettet hast, war nett. Nimm dafür meinen Dank. Fertig zum Donnerdrummel, hab ich gesagt. Wir sehen uns wohl mal wieder, Räubertochter. Hoffentlich fällst du wieder rein, du Hosenschisser. Die Räuber haben uns aber gegeben, was? Ja, das war mal. Wir haben jetzt gar nichts gemacht. Ja, ja, so richtig. Will ich doch hoffen. Ist heute aber auch ein schöner Tag. Mathis! Mathis! Was ist denn? Die Borkerräuber sind in der Burg. Wo ist die Borkerräuber? In welcher Burg? In unserer. Er ist in der Nordhälfte eingezogen. Also Ronja, Flausen und Flunkern kann ja manchmal ganz spaßig sein. Aber solch erzvermaledeiten Blödsinn zusammenzuschwindeln, das lässt du künftig bleiben. Ja. Borkerräuber in der Mathisburg. Du hast vielleicht Einfälle. Ich spüre schon mein Blut kochen. Obwohl ich weiß, dass alles so gelogen ist. Ja. Es ist nicht gelogen. Ich habe Borkas Sohn mit eigenen Augen gesehen. Du lügst. Außerdem hat Borka keinen Sohn. Er kann keine Kinder machen. Das weiß man. Ja, aber man munkelt trotzdem, dass er einen kleinen Bengel hat. Was? Einen, den Undis damals in der Gewitternacht vor lauter Schreck geboren hat. Damals, als wir Ronja kriegten. Du weißt es schon. Und davon sagt mir keiner was! Was gibt es noch für Hinterfotzigkeiten, die man mir verschwiegen hat? Und jetzt liegt Borkas Otterngezücht in der Mathisburg herum. Und du, Ronja, hast mit ihm gesprochen. Er hat mit mir gesprochen. Und du sagst, dieses Otterngezücht behauptet, dass sein Hundsfort von Vater mit seiner ganzen Rotte in die Nordburg eingezogen ist? Ja. Und ab heute heißt sie die Borkerfeste. Ah! Borkerfeste? Ah, ich muss irgendwie verprügeln! Hier, Mathis, bediene ich. Aber im Nachhinein machst du alles
eigenständig wieder sauber. Sei doch nicht traurig, wir brauchen sie doch nur rauszuwerfen. Was schwer genug sein wird. Ich möchte nur wissen, wie diese Hundesöhne, diese Haderlumpen sich in die Nordburg eingeschlichen haben. Alle, die zur Mattesburg wollen, müssen durch die Wolfsklamm. Und dort halten wir Wache, Tag und Nacht. Oder hat einer von euch nicht kurz geschlafen? Hast du etwa geglaubt, dass Borka durch die Wolfsburg spaziert kommt und ganz artig sagt, rückt mal beiseite, Freunde, denn heute Nacht ziehen wir in die Nordburg ein. Aber welchen Weg sind sie denn dann gekommen? Natürlich von der Nordseite, wo keine Wachen stehen. Was? Von der Nordseite? Wieso sollten wir denn da Wachen aufstellen? Ja. Dort ist nichts außer einer steilen Felswand. Aber vielleicht sind sie ja wie die Fliegen und können schnurgerade in die Höhe krabbeln und dann reinkriechen durch ein paar winzige Schießscharten. Bestimmt. Ich glaub nicht. Ja. Was hattest du oben auf der Mauer überhaupt zu suchen, Ronja? Ich habe mich davor gehütet, in den Höllenschlund zu fallen. Ich gehe jetzt zu Bett, Lobes. Mach das. Aber nicht, um zu schlafen. Nein, um zu fluchen und zu grübeln. Und wehe dem, der dich dabei stört. Mattes! Was gibt es denn noch, Frau Pestilenz? Borka wartet auf dich. Er steht drüben am Höllenschuh und parkiert und will sofort mit dir reden. So, so. Reden will er? Das kann er haben. Und danach wird er für eine ganze Weile gar nicht mehr reden. Schlürft euer Bier runter, als ob es euch unterm Hintern brennt. Das ist mein erstes. Denn jetzt packen wir einen Auerochsen bei den Hörnern und stoßen ihn in den Höllenschlund. Ja. Das ist so kracht. Ja. Ich mach noch das Feuer aus. Mach das. Gekommen. Aber da gab es so eine Sache, die ich erledigen musste. Was für eine Sache? Ein Gedicht zu Ende schreiben. Klagelied über einen toten Borka-Räuber. Ja. Vielleicht kann es ein kleiner Trost für Undes sein, wenn sie Witwe ist. Ich brauche keinen Trost und schon gar nicht von dir, Mattes. Du solltest lieber daran denken, Lovis zu trösten, die dich und dein großes Maul ständig ertragen muss. Ich brauche keinen Trost, Borka. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Ja. Hör mir mal zu, Mattes. Im Borkawald konnten wir nicht länger bleiben. Dort schwirren die Landsknechte rum wie die Schmeißflieger. Und irgendwo muss ich ja bleiben. Mit Frau und Kind und allen meinen Borka-Räubern. Das mag schon sein. Aber sich so plutz-plotz einen Wohnplatz anzueignen, ohne auch nur anzufragen, das tut keiner, der auch nur ein bisschen Scham im Leibe hat. Ja. Seltsame Worte für einen Räuber sind das. Hast du dir nicht immer genommen, was du haben wolltest, ohne groß zu fragen? Tja. Was meint er damit? Nicht jetzt, Ronja.
Um auf etwas anderes zu kommen. Es könnte ja ganz unterhaltsam sein, wie ihr hier reingekommen seid, dein Gesindel und du. Denn dann könnte man euch auf demselben Weg wieder hinausjagen. Denn, soweit ich weiß, gibt es auf der Nordseite keinen Eingang. So viel du weißt, viel ist das offensichtlich nicht. Oder nicht mehr. Dabei hast du dein ganzes Leben lang hier gewohnt. Siehst du, damals, als diese Burg, anders als jetzt, Sitz eines Edelmanns war. Immer noch ein Edelmann! Da brauchten die Mägde eine kleine Pforte, wenn sie zum Schweinefüttern rausgingen. Wo der alte Schweinestall lag, als du Kind warst, wirst du wohl noch wissen. Dort fingen wir beide, du und ich, ja immer Solange bis dein Vater dahinter kam und mir eine Maulschelle verpasste, dass ich dachte, mir fliegt die rüber ab. Ja, mein Vater tat so manches, was gut und recht war. Kein Strauchdieb der Borka-Seppe kam ihm ungeschoren davon, wo er ihn auch hintraf. Ja, und diese Maulschelle lehrte mich, dass alle, die der Mattesippe angehören, meine Feinde sind, auf Leben und Tod. Vorher wusste ich kaum, dass wir verschiedenen Sippen angehören und du wusstest es wohl ebenso wenig. Ja, aber jetzt weiß ich es und darum gibt es entweder ein Klagelied über einen toten Borka-Räuber. Oder du verlässt die Mattisburg mit deinem Gesindel auf demselben Weg, den ihr hier reingekommen seid. Genau. Klagelieder, so oder so, mag es hier schon geben. Aber in der Borka-Fest habe ich mich festgesetzt und dort bleibe ich auch. Das wird sich zeigen. Ja. Hier. Ich hoffe, der Mann zeigt Ihnen, wo es lang geht. Hallo. Scheinbar ist es nicht so gut gelaufen. Den du bei den Hörnern packen wolltest und in den Höllen schon stoßen wolltest. Wie war das denn? Es gab bestimmt einen tüchtigen Rums, das so in der ganzen Mattisburg gedröhnt hat. Ruhe! Ich will nichts hören! Eine Pforte zum Schweinestall also. Ruhe! Man fragt sich, warum wir Wachen aufstellen. Ja. Wenn es da eine Pforte gibt für Hosenschisser. Ruhe zum Donnerdrummel! Esst eure Grütze und seid still! Ich hab nur Bier. Was hast du genommen, ohne zu fragen, wie Borka behauptet? Da, schau mal, in der Glut. Das sieht ja aus wie eine Fratze. Die ist Borka-ähnlich, voll Deibel. Ja. Was hast du genommen, ohne zu fragen? Viel ist das. Oh. Ja, ja, ich könnte es aufzählen. Das lässt du schön bleiben. Du musst da stehen, Ronja-Kind. Viel hab ich dir da noch nicht von erzählt. Nee, kein Piep hast du gesagt. Und auch wir durften kein Piep sagen. Alter, es wäre gut, wenn du bald schlafen gingest. Nee, das will ich nicht. Das hier will ich hören. Ich auch. Guck, wir wollen das hören. Machst du gut, ein Räuber? Ein Räuber nimmt hin und wieder, dies und jenes. Ohne zu fragen oder um Erlaubnis zu bitten. Aber werden die Leute dann nicht total wütend? Oh ja, wütend. Das ist nur so Tisch. Du solltest es nur hören. Alter, wenn du nicht bald schlafen gehst, werf ich dich raus. Ja. Manche weinen auch. Muss verstehen, Ronja. So geht das nun mal zu in der Welt.
und so ist es schon immer zugegangen. Ja. Und darüber gibt es nichts weiter zu reden. Dies meine ich nicht. Aber die Leute gewöhnen sich komischerweise auch nie daran. Die jammern und weinen und fluchen, dass es eine Freude ist. Schon mein Vater war Räuberhauptmann. Ja. So wie mein Großvater und mein Urgroßvater. Sie alle waren Räuberhauptmänner. Große Räuberhauptmänner. Und auch ich habe meiner Familie keine Schande gemacht. Nee. Auch ich bin Räuberhauptmann. Ja. Sogar der mächtigste Räuberhauptmann in allen Wäldern und Bergen. Ja. Ja. Und das sollst du auch einmal werden, Ronja Kind. Nicht, wenn die Leute wütend wären und weinen. Aber Ronja, versteh doch. Wir nehmen nur denen was weg, die reich sind. Genau. Und davon geben wir den Armen etwas ab. Genau. Einen ganzen Sack mehr hast du der Witwe mit den 8 Kindern gegeben. Genau, das habe ich getan. Wenn ich so überschlage, ist das so an die 10 Jahre her. Also gibst du den Armen ja so alle Nasen lang so alle 10 Jahre einen Sack Mehl. Alter, wenn du nicht jetzt schlafen gehst, dann kenne ich einen, der dir hilft, alle Viere von dir zu strecken. Ronja? Gute Nacht, Matze. Ronja! Die denn jetzt? Oder doch? Wie eilig ich es hab? Das geht dich nicht an. Was willst du? Ich will, dass du aus meinem Wald verschwindest und meine Füchse in Ruhe lässt. Deine Füchse? Dein Wald? Die Jungfüchse gehören nur sich allein und sie leben im Wald der Füchse. Außerdem ist es der Wald vieler anderen Tiere. Nicht zu vergessen von den Schnecken, Spinnen und Ameisen. Ich kenne all das Getier, was hier im Wald lebt. Da brauchst nicht du es kommen und mir was beibringen wollen. Aha, dann weißt du auch, das ist der Wald der Wildhuhn, der Graugnom, der Dunkeltrolle und der Rumpelwichtel ist. Erzähl mir was Neues, sonst halt lieber deinen Mund. Außerdem ist es auch mein Wald und dein Wald, Räubertochter. Ja, auch dein Wald. Aber wenn du ihn für dich alleine behalten willst, dann bist du dümmer, als ich auf den ersten Blick geglaubt habe. Ich teile meinen Wald gerne mit Füchsen und den ganzen Tieren. Aber nicht mit dir. Ronja! Was willst du? Der Nebel macht dir ein bisschen Angst. So? Du hast also Angst, dass du in dein Liebesnest dich zurückfindest? Ja, dann musst du wohl heute Nacht mit den Füchsen den Bau teilen. Du bist ja so fürs Teilen. Du bist härter als Steinräubertochter. Aber du weißt den Weg zur Mattesburg besser zurück als ich. Darf ich mich an dir festhalten? Das lässt du schön bleiben. Hier, aber eine Riemen länger Abstand, das rate ich dir. Und bleib auf dem Pfad. Jeder kleine Schritt kann dich in die Irre führen. Geh klar, Räubertochter. Ja, ich komme! Wo willst du hin? Wenn du dich von den Unterirdischen locken lässt, dann bist du verloren, das weißt du doch. Lass mich los! Mach dich nicht unglücklich! Eine Riemen länger Abstand, habe ich gesagt! Was hast du da? Hat dich der Fuchs gebissen? Vielen Dank. Von hier aus bin ich alleine zurück zur Borka-Feste. Na dann, scher dich zum Donnerdrummel. Eigentlich schade, dass er einer von diesen Hosenschüttern ist. Hallo? Eine Rumpelwichthöhle! Wieso tun sie so? Mach gut, was da dachte ich so denn los? Ich kann nichts dafür, helft mir hier raus! Du bist gut in unser Dach! Wieso denn los? Helft mir doch, dass ich hier rauskomme!
sein. Liegst dir da und faulend? Ja. Hoho. Arbeiten sollst du. Jawohl, in den Bergen, bei uns wildhuten, bis das Blut fließt. Du willst wohl, dass ich dich zerkratze und zerfetze. Dann sag ich's den Schwestern mein und morgen holen wir dich. Dann liegst du nie mehr da und faulenzt. Nie mehr, nie mehr. Morgen, wenn die Wildhuten kommen, bin ich eh schon längst davor. Ronja! Birg! Ronja, kommst du nicht nach Hause gehen? Lass mich nie wieder allein, nie wieder! Du musst nur eine Riemenlänge Abstand halten. Du brauchst wohl Hilfe. Ich versuch und du kommst mit? Ja, ich komme mit. Du, Birg, ich wünschte, du wärst mein Bruder. Das kann ich ja sein, wenn du es willst, Räubertochter. Ja, aber nur, wenn du mich Ronja nennst. Ronja, meine Schwester. Es ist aber kalt heute. Ja. Danke, dass du mich hältst. Heute sehr frisch. Was ist denn hier los? Ist das kalt? Ja. Ach, Ronja, du warst aber heute lange im Wald. Hast du es schön gehabt? Ja, sehr schön. Ich fürchte, das war heute das letzte Mal. Was? Warum? Für dieses Jahr. Es wird schneien morgen. Oh nein! Dann ist die Wolf doch in wenigen Tagen wieder zugemauert vom Schnee. Oh. Ja. Ich hab jetzt schon einen Burgkoller. Da wird kein einziger Raubzug mehr möglich sein. Keine frische Beute mehr. Was jammert ihr? Die Vorratskammern sind gefüllt. Die Tonnen voller Pökelfleisch, die Kruge voller Honig, die Körbe voller Haselnüsse und an den Decken hängen geräucherte Lammkeulen. Ihr bekommt jeden Tag etwas zu essen. Ist das denn gut für mein Gewiss? Aber der Winter ist langweilig. Aber er ist lecker. Du, Fjordorf, ich habe eine Idee. Da bin ich aber gespannt. Mach einfach das Schneeschaufeln zu deiner Lieblingsbeschäftigung. Ja. Dann verspreche ich dir eine schöne Zeit. Sehr lustig. Irgendjemand muss den Weg zur Quelle freischaufeln, um Wasser zu holen. Ja. Aber warum ich? Und warum nicht du? Ich will doch nicht auch noch jeden Tag die schweren Kübel voll Wasser heraufschleppen. Musst du nicht. Na dann. Nur gibt es dann auch nichts zu trinken für dich und keine Suppe. Aber... Ihr seid faul wie die Ochsen, außer das Rauben und Kämpfen. Das geht euch so flink von der Hand. Bei mir. Ja. Bei mir gegen. Ich bin hier der nächste Räuber. Nach mir. Okay. Du bist mich. Und keine Gelegenheit, diesen Hundsrecken von Borker an den Hals zu gehen. Ja. Warum wollt ihr euch unbedingt an den Kragen, du und Borker? Frag doch Borker, der ist hier eingezogen. Ach, genau. Gibt es denn keinen anderen Weg? Finde du mir doch einen anderen Weg, wenn du so gescheit bist. Genau. Von mir aus kann Borker dann so richtig wie ein Fuchsschiss im Wald liegen. Oh, ja. Ich werde ihm nichts tun. Das stinkt dann aber ganz schön. Sonst kann mich ja jeder ein Jahr... Lappen von Räuber schimpfen. Ja. Es ist wärmer geworden. Mit dir ist immer noch kalt. Ja. Der Schnee in der Wolfsklamm ist weg. Ah, nicht, weil ich geschippt habe. Hä? Was? Frühling. Ah, Frühling.
Hinaus mit euch alle! Nein! Ah, das eijährige Bad! Es wird Zeit für das eijährliche Bad! Nein! Ich komm nicht mit! Oh, doch, es wird Zeit! Los! Aufstehen! Klamotten aus! Jacke aus! Plastik! Pulli auf! Unmenschlich. Und was ist mit dir? Sterben tue ich sowieso. Und das will ich mit all dem Dreck, der an mir ist. Meinetwegen. Aber in der Zeit kannst du den anderen Streithammeln gerne Haar und Bart stutzen. Das will ich gern tun. Nur meine eigenen Zotteln will ich behalten. Ich komme ja sowieso bald unter die Erde. Keine unnötigen Umstände. Das Sterben lässt du schön bleiben. Noch habe ich keinen einzigen Tag meines Erdenlebens ohne dich verbracht. Da kannst du mir doch nicht einfach wegsterben, du alter Narbe. Greifst du das denn nicht? Wollen wir es abwarten? Wo sind unsere Sachen? Ja, im Waschzuber. Mal sehen, was davon noch übrig bleibt. Mir die Haut hätte abziehen können. Und uns jeden Sonntag mit dem Leuchtturm bearbeitet. Das ganze Haar wollte sie mir ausreißen. Genug Menschen unterwegs, mit denen du dich zusammentun kannst.
Schwarzaugen hast du immer noch. Sonst hast du dich kaum verändert. Was ist mit dir? Nichts. Ich habe nur zu wenig gegessen. Du bist ganz mager, dein Gesicht ist ganz schmal. Da habe ich mehr als sonst irgendjemand aus der Borka-Festung gekommen. Soll das behaupten, dass ihr nichts zu essen habt, dass ihr euch satt essen könnt? Satt? Es wären schon lange keiner mehr geworden. Feiner wär's mit uns im Donnerrummel gegangen. Genau wie du es dir damals gewünscht hast, weißt du doch? Das war damals. Damals hatte ich noch keinen Bruder. Aber jetzt habe ich einen. Das wolltest du doch selber haben. Wir haben genug. Bei uns sagen immer noch Pfannweise, Töpfe, Fleisch und Honig. Habt ihr denn nicht vorgesorgt? Seit unserer Flucht aus dem Borkerwald sind wir nur noch arme Bettelräuber. Ziegen und Schafe hatten wir auch. Jetzt haben wir nur noch unsere Pferde. Und die stehen weit hinter dem Borkerwald bei einem Bauern. Ein Glück. Die wahrscheinlich auch noch aufgegessen. Bettelräuber. Ja, genau, das sind wir. Merkst du nicht, wie arm und dreckig ich rieche? Du kannst ruhig bettelarm und verlaust riechen. Mein Bruder bist du trotzdem. Und jetzt nimm. Ein Räuber nimmt groß, ohne groß zu fragen. Das habe ich jetzt gelernt. Und jetzt tue ich nur, was man mir gelernt hat. Wenn Borka wüsste, dass ich Brot von dir angenommen habe und außen rein auf deine Schwester geworden bin. Dein Bruder geworden bin, dann würde er auch an den Kopf geraten. Wir können uns nur heimlich treffen. Ich hasse Heimlichkeiten. Ich auch. Alten Klippfisch und lange Winter, die hasse ich auch. Aber noch schlimmer ist es, Schleichwege zu gehen, wenn es unnötig ist. Hörst du das? Sind Wildbuden. Sie kommen abends über den Berg heruntergeschwirrt. Hast du wieder Angst? Nein. Aber es ist Zeit zu gehen. Borka hasst es, wenn ich spät dran bin. Geh du vor, es ist besser, wenn man uns nicht zusammen sieht. Du kommst doch morgen wieder. Ja, mit dem Läusekahn. Wir fangen uns einen Fasan. Ich will einen Fasan. Ich will einen Fasan. Wir dürfen nicht mehr zu viele sein. Ich nehme dich. Und tschüss. Gleich bei dir. Ja. Guten Abend. Ascha! Ist nicht lustig. Doch. Nein, das tut weh. Aua. Sieht ein bisschen rutschig aus. Stell dich nicht an. Das tut aber weh. Oh. Hallo. Was ist das? Mein Mann hat hier einen Fasan Beine. Ja, wir haben einen richtig schönen Fasan hier angeschleppt. Euer Kind. Jetzt wird alles gut. Wieso? Jetzt fährt Borka schneller zum Donnerdrummel, als er seinen ersten Morgenstoß ausführt. Oh, das wäre immer schön. Ich sage einfach zu Borka, willst du nun verschwinden oder nicht? Willst du dein Otterngezücht zurückhaben oder nicht? Das darfst du nicht! Was sagt meine Tochter da? Was darf ich nicht? Dinge darfst du rauben, Gold und alles, was du willst, aber keine Menschen! Dann will ich nicht länger deine Tochter sein. Was spricht denn hier von Menschen? Ein Otterngezücht habe ich mir gefangen. Einen Hundspott. Eine kleine Laus. Und jetzt mache ich endlich rein Tisch in der Burg meiner Väter. Und dann kannst du meine Tochter sein oder es bleiben lassen. Ganz wie du willst. Pfui über dich! Ist das eine Art, mit seinem Vater zu reden? Pfui über dich! Rühre dieses Otterngezücht nicht an! Otterngezücht oder nicht, diese Wunde muss gewaschen werden, Mathis. Rühre dieses Otterngezücht nicht an. Raus hier, alle, schert euch zum Donnerdrummel! Jorlock, geh zum Hellenstund und lass Borka ausrichten, dass ich ihn noch heute Abend sehen will. Ja. Los, raus mit euch! Ich hasse dich! Komm mal her, Ronja. Lass mich, ich muss
diese Dickköpfe! Könntest du deinem Weib bitte das Maul stopfen? Ja. Es wäre nämlich gut, wenn du hörst, was ich dir zu sagen habe. Dein harter Mann, Mattes, und dein Übler dazu, dass du mich von hier fort haben willst, das verstehe ich. Aber dass du dich an meinem Kind vergreifst, das ist widerträchtig. Ich habe dich nicht gebeten, mir zu sagen, was du über mich denkst. Ich will bloß wissen, wann du von hier verschwindest. Zuerst muss ich einen Platz finden, wo wir uns ohne Gefahr niederlassen können. Aber wenn du mir meinen Sohn zurückgibst, dann hast du mein Wort, dass wir wechseln, ehe der Sommer vorbei ist. Gut, dann kriegst du deinen Sohn, ehe der Sommer vorbei ist. Ich sagte, dass ich ihn jetzt wieder haben will. Und ich sagte, dass du ihn jetzt nicht bekommst. Oh no. Im Übrigen, wir haben viele Kerker in der Mattesburg. Oh ja. Das Dach über dem Kopf wird ihm nicht fehlen. Lass die nur zum Tod, falls es in diesem Sommer viel regnet. Ich putze die immer. Ronja! Ronja ist das! Schau sie dir! Auch auf unserer Seite haben wir Kerker unter der Erde. Auch dein Kind wird ein Dach über dem Kopf haben, wenn es im Sommer viel regnen sollte. Tröste auch du dich damit, Mattes. Ja, heul du nur. Würde ich auch tun, wenn ich euch und hier zum Vater hätte. Scher dich zum Donnerdrummelweib und misch dich hier nicht ein. Willst du mir nun meinen Sohn zurückgeben oder willst du es nicht? Natürlich will ich das, wenn du willst. Im selben Augenblick kommst auch dein Kind zurück. Tauschhandel ist Tauschhandel. Auf so etwas verstehst du dich, dass du Hundsfort. Ich habe kein Kind. Was meinst du damit, dass er für eine neue Stand hat, die du ausgeheckt hast? Hol dir deinen Sohn, aber mir kannst du kein Kind zurückgeben. Denn ich habe kein. Aber ich habe eins und dieses Kind möchte ich zurückhaben, auch wenn der Vater des Kindes völlig den Verstand verloren hat. Na los, springt schon. Scheint für euch ja kein Problem zu sein. Meine Schwester! Da gibt sich mein Sohn und gibt sich mit der Brut meines Todfeindes ab. Meine Schwester und die hat mir das Leben gerettet. Genau, wie Birk mir mein Leben gerettet hat. Schwester? Was daraus in einem Fern wird, weiß man ja. Pass mich nicht an! Geh allein! Birk! Oh Ronja, möchtest du mir nicht erzählen, warum Birk dein Bruder ist? Und warum er dir dein Leben gerettet hat, wozu ihm deins? Sprich bitte nicht mit mir. Ronja, du armes Kind. Von jetzt an gibt es in der Mattesburg wohl nichts als Elend. Mattes, komm essen!
Ronja, kommst du auch essen? Alle warten schon. Wir sollten Wachen aufstellen. Ja. Vielleicht sollten wir heute noch einen kleinen Beutezug machen. Vor Ostern sind die Kutschen der Kaufleute besonders gut geladen. Ja. Ihr habt recht. Die Vorratskammern werden nicht voller, wenn man sie nicht auffüllt. Was ist? Mathe! Nicht so hin! Gehen wir auch schlafen. Aber mir fällt ein, wir sollten Wachen aufstellen. Ich mach ins Bett. Ich auch. Auch. Ich glaub, du machst das. Ich habe das doch beim letzten Mal gemacht. Ja, deswegen kannst du es ja schon. Du auch. So, viel Spaß. Ich gehe in den Wald, richte das Lobes aus. Warum sagst du es ihr nicht selber? Ja, sie würde dann versuchen, mich hier zu behalten. Und ich will nicht, dass mich jemand daran hindert. Und was sollen wir deinem Vater sagen? Mein Vater? Habe ich einen Vater? Sag Lobes, sie soll sich nicht allzu viel grämen und Sorgen machen. Ich bin ja im Wald, falls sie mich sucht. Und was sollen wir Mathe sagen? Nichts. Wenn niemand hier ist, müssen wir auch keine Wache halten, oder? Okay. Kann ja niemand einfach. Mhm. Lass uns auch schlafen. Was tust du hier? Dasselbe wie du. Ich ziehe in den Wald. Bei mir ist es nun einmal so, dass ich ständiges Genörgel und harte Worte nicht ausstehen kann. Mathe Schweigen ist schlimmer als harte Worte. Ich bin in einer Höhle geboren und in einer Höhle kann ich auch leben. Aber was ist mit dir? Kannst du auch in einer Höhle hoch über dem Fluss in der Felswand leben? Mit dir kann ich überall leben. Gute Nacht, meine Schwester. Gute Nacht, mein Bruder.
Morgengrauen. Danach wird es allmählich wärmer. Es ist nicht ein Trost, das zu wissen. Hier, trink den letzten Schluck Ziegenmilch. Ab jetzt gibt es nur noch Wasser aus der Quelle. Davon wird man nicht fett, aber wir sterben auch nicht dran. Halt die unten. Jetzt kommt mein Frühlingsgeschrei. Ronja, begreifst du, dass wir so frei sind, dass man vor lauter Lachen platzen könnte? Wir sind so frei und das ist unser Reich und niemand kann es uns mehr nehmen. Gibst du mir dein Messer? Dann kann ich mir eine Pfeil schnitzen. Aber gib gut drauf acht. Das Wertvollste, was wir im Wald besitzen. Ohne das sind wir verloren. Wir sind auch ohne viele andere Sachen verloren. Ein Kübel zum Wasser holen. Hast du daran gedacht? Na klar. Außerdem habe ich noch an eine Pfeilarmbrust, eine Axt, Schlingen, um Fische zu fangen. Ein Bottich, ein Bettstein und ein Speer. Alles unerlässliche Dinge, die wir im Wald brauchen. Ich sehe, du weißt, was wir Waldmenschen alles brauchen, um uns vor den Wildhunden Graugen zu wehren und uns Essen zu beschaffen. Ich habe Kräuter und Moos gesammelt. Wofür soll das gut sein? Falls wir uns verletzen und bluten. Lobes legt immer getrocknetes Weißmoos drauf. Dass meine Wunden bluten, bis sie leicht sind. Sei doch nicht so keck. Dann kommt ein Bär und schnüffelt an deiner Spur und fragt sich, ja, wo gibt's denn noch mehr so leckeres Blut? Dann zeige ich ihn einfach mit dem Speer in der Hand. So, so, mein Bruder ist also ein echter Held. Da wollen wir doch mal sehen, wie tapfer er wirklich ist. Muss das sein? Keine Widerrede. Glaubst du, sie denken in der Mattesburg ab und zu mal an uns? Wäre wohl seltsam, wenn nicht. Vielleicht grämen sie sich. Das ist wohl verschieden. Und es grämt sich, aber noch größer ist ihr Zorn. Borka ist wütend, aber noch viel trauriger. Lobes grämt sich sehr, das weiß ich. Und Mattes? Dem ist egal. Der ist froh, dass ich weg bin. Dann kann er mich wenigstens vergessen. Jetzt bin ich doch mal gründlich läusefrei. Das wollen wir sehen. Gibst du mir das Messer? Ich möchte einen Ast von seinem Zweig befreien. Um ein Feuer zu machen. Das Messer? Das hast du. Nein, du hast es zuletzt gehabt. Gib's her. Ich hab das Messer nicht. Hörst du nicht, was ich sag? Wo hast du es gelassen? Wo hast du es gelassen? Du hast es zuletzt gehabt. Das ist gelogen. Ich
hab dir doch gesagt, ohne Messer sind wir im Wald verloren, oder? Dann hättest du besser drauf Acht geben müssen! Und außerdem bist du ein Hosenschusser, der anderen in die Schuhe schiebt, was er selbst getan hat! So, so! Du bist also wieder die alte grimmige Räubertochter. Und mit dir soll ich zusammen in einer Höhle leben? Das brauchst du nicht! Leb doch mit deinem Messer zusammen, falls du dich erinnerst, wo du es gelassen hast! Und außerdem, scher dich zum Donnergrummel! Die Wildhuhn sollen dich holen! Da gehörst du hin! Das Messer! Wir haben das Weißmus doch gründlich durchsucht! Oh! Und wer ist jetzt daran schuld? An dem Moos Ronja, so viel weiß ich. Außerdem ist sie dumm und unausstehlich. Heb du doch mit deinem Messer zusammen. Wie kann sie nur sowas Grauenvolles sagen? Meinetwegen kann sie rennen und rasen, bis sie zugrunde geht. Irgendwann wird sie schon bitten und betteln, um wieder herzukommen. Doch dann sage ich, du bist zu spät. Du hättest früher kommen sollen. Hättest du früher kommen sollen? Wieso denn los? Nicht du, du dummer Rumpelweg. Hast du das gehört? Ganz schnell weg von böser Junge. Wieso denn los? Ja, genau. Rennt weg, wie Ronja. Aber das ist jemand, der im Wald lebt. Wohl nur Blätter und Wurzeln, falls ihr überhaupt welche findet. Aber was, wenn der Nebel heute Nacht über den ganzen Wald steigt? Wer beschützt sie dann vor den unheimlichen Klängen von den Unterirdischen? Ronja! Dirk! Ronja, wo bist du? Komm nach Hause! Dirk, wo bist du? Ronja! Dirk! Dirk! Ronja! Tut mir leid, dass das Messer weg ist. Es ist wieder da. Es lag unter dem Weißmoos und hat gewartet, während wir uns gestritten haben. Weißt du, woran ich denke? Ich denke daran, wie unnötig man alles zerstören kann. Weißt du, woran ich denke? Ich denke daran, dass du viel mehr wert bist als 1000 Messer. Jetzt hast du völlig den Verstand verloren. Findest. Das habe ich von Lovis gelernt. Die Walderdbeeren sind reich und Blaubeeren. Vor Hunger wirst du nicht sterben, meine Schwester. Das verspreche ich dir. Nicht zu ehe der Winter kommt. Du hast recht. Noch so lange und wir haben jetzt noch Sommer. Ja, jetzt ist Sommer. Und den wollen wir genießen. Ja. Den wollen wir genießen. Klein Clip! Klein Clip, bist du? Lovis schickt mich mit Brot. Birk, hast du gesehen? Lovis Brot! Ich habe vergessen, dass es so etwas Wunderbares gibt. Woher wusste denn Lovis, dass wir in der Bärenhöhle wohnen? Hältst du deine Mutter etwa für so dumm? Wo solltest du denn sonst leben? Du, Ronja, willst du nicht bald nach Hause kommen? Ich komme nicht mehr heim. Nicht, solange ich wieder Mathes Tochter bin. Sag ihnen das. Schrei es durch die ganze Matzburg, so dass jeder es hört. Besten Dank. Das auszurichten, würde sich nicht einmal Glatzenpferd trauen. Der ist übrigens ziemlich hinfällig geworden. Und wie könnte es auch anders sein, bei dem ganzen Elend? Mathis poltert und poltert den ganzen Tag nur noch herum. Und nichts ist ihm mehr recht. Und mit der Räuberei geht es auch miserabel. Der ganze Wald wimmelt von Landsknechten. Helge haben sie gefangen und bei Wasser und Brot eingesperrt. Ebenso wie 2 Borkerräuber. Das heißt, der Vogt habe geschworen,
dass noch in diesem Jahr alle Räuber aus dem Matteswald in ihren Kerker kommen und ihre gerechte Strafe erhalten. Was das am Ende bedeuten mag? Wohl noch der Tod? Lacht er denn nie mehr? Wer? Der Hof? Ich rede von Mattes. Seit jenem Tag, als du vor seinen Augen über den Hölzplund gesprungen bist, hat ihn keiner mehr lachen gehört. Ich muss jetzt aufbrechen. Komm doch mit, Ronja. Nein, grüßen aber Lob ist von mir. Du meine Güte! Ich habe hier noch einen ganzen Beutel Salz für dich. Hätte ich 10 vergessen, wäre es nicht glimpflich für mich ausgegangen. Woher kann denn Lovis wissen, dass wir nur noch so ein paar Körner Salz haben? Ja, was spürt eine Mutter wohl, wenn es ihrem Kind am nötigsten fehlt? Nur eine Mutter wie Lovis. Du bist also doch nicht zurück zu deinem Vater gegangen. Mein Vater? Habe ich einen Vater? Aber wenn du nicht aufpasst, dann kann ich bald auch ohne Bruder sein. Tut mir leid, falls ich manchmal ungerecht bin. Aber ich weiß, woran du manchmal denkst. Ich denke daran, dass ich 11 Winter gelebt habe und der 12. mein Tod sein wird. Dabei möchte ich doch noch so gerne leben, falls ich begreifen kann. Vergiss deine Sommer, meine Schwester. Jetzt ist Sommer. Und was für einer. Lass ihn uns genießen. Warum muss der Winter kommen? Woran denkst du, meine Schwester? Ich denke daran, dass unter diesem Stein Dunkeltrolle wohnen. Ich habe sie dann mal im Sommer tanzen sehen. Dunkeltrolle und Rumpelwichte, die mag ich. Aber Wildruhen und Graugnummen, die mag ich nicht. Wer mag dich schon? Eigentlich komisch, dass sie uns noch nicht aufgelauert haben. Sie scheinen doch nicht zu wissen, dass wir oben in der Bärenhöhle leben. Lass uns lieber nicht davon reden, sonst werden sie noch auf uns auf. Lass uns schwimmen gehen. Ja, jetzt ist Sommer, aber hüte dich vor dem Glubberfall. Boah, zum Glück sind die Wildruhen nicht hier. Wir würden Hackfleisch auf uns machen. Aber das sieht kalt aus. Willst du da wirklich rein? Ja, warum nicht? Ich weiß nicht. Soll ich noch kurz warten? Ich bin nicht so sicher, ob wir da rein sollen. Wir werden jetzt schießen. Du hast uns das Leben gerettet. Wir haben uns das Leben gerettet. Nicht. So viel hat mir meine Mutter schon beigebracht, als sie noch an ihrer Brust lag.
Nur schade, dass deine Mutter dir nicht auch ein bisschen Anstand beigebracht hat. Tut mir leid, wirklich müde. Du weißt, weshalb ich gekommen bin, Ronja. Denk mal nicht, um mir Brot zu bringen. Nein, das bekommst du, wenn du zu Hause bist. Ich komme nicht mehr heim. Dann wird es damit enden, dass dein Vater sich im Fluss ertränken wird. Würde er meinetwegen in den Fluss springen, er nennt ja nicht mal meinen Namen. Oh, Ronja, nicht, wenn er wach ist. Doch Nacht für Nacht jammert er und ruft nach dir. Weißt du, es ist nicht schön mit anzusehen, wie jemand so unmenschlich leidet. Wenn du ein Kind wärst und ein Vater hättest, der nicht einmal deinen Namen nennen würde, würdest du dann zurückkommen? Wenn er dich nicht selbst darum bitten würde? Nein, das würde ich nicht. Er würde mich schon bitten. Er sollte mich schon bitten. Das sollte er. Und das tut man es nicht. Ich werde mich hier ein bisschen hinsetzen. Geh du ruhig schlafen, mein Kind. Morgen, wenn es hell wird, werde ich mich auf den Weg zurück zur Mattesburg begeben. Ich will in deinen Schoß einschlafen. Und du sollst das Wolfsliedchen für mich und für... Also habe ich das nicht geträumt. Ach, wie ich das alles verabscheue. Alles und jede. Alles und alles, was an mir zehrt. Wird der mir in einem Moment so nah ist, doch im nächsten wieder so fern. Mathis, Lovis, diese Druden, der Wald, der Fluss und diese Undis, die Birk schon in den jüngsten Jahren den größten Schwachsinn beigebracht hat. Ich könnte schreien, dass die Berge bersten. Was ist mit dir, Birk? Ich bin traurig, meine Schwester. Worüber? Ich bin traurig darüber, dass du nur dann ganz und gar meine Schwester bist, wenn einer von uns in Gefahr ist. Sonst aber nicht. Nicht, wenn Mappes durch seinen Boten nach dir ruft. Darum benehme ich mich wie ein Lump. Und auch deswegen bin ich traurig, falls du es wissen willst. Aber willst du trotzdem mein Bruder sein? Das ist es ja eben. Ich bin dein Bruder, ganz und gar, für immer und ewig. Aber nun solltest du wissen, warum ich diesen Sommer ohne Boten von der Mattesburg leben möchte. Und warum ich es nicht dulde, über den Winter zu sprechen. Es ist nun einmal so, dass du und ich nur diesen einen Sommer haben. Wenn der Winter kommt, kehrst du zurück zur Mattesburg. Und du? Wo willst du dann sein? Na hier. Ich weiß, ich könnte fragen, um wieder reingelassen zu werden. Aber was bringt mir das? Ich würde dich dann trotzdem nie wiedersehen. Ich würde dich doch nicht einmal sehen. Darum bleibe ich hier. Und erfrierst? Vielleicht, vielleicht noch nicht. Ich habe mir ausgerechnet, dass wenn du ab und zu mit ein Stück Brot und Salz und meinem Wolfspelz vorbeikommen würdest, falls du dir aus der Mattesburg durchschreien kannst, dann würde ich es schaffen. Wenn es so wie im letzten Winter wird, dann komme ich nicht einmal zur Wolfsschlucht. Und wird es so wie im letzten Winter und du bleibst hier? Dann erfrierst du. Dann ist es eben aus. Aber jetzt ist Sommer, meine Schwester. Ja, und was für einer. Ich backe mir einen großen Sommerklumpen aus Sonnenaufgängen, Sonnenuntergängen, dem Wald, dem Fluss, den Sommersprossen, den du auf dem Arm hast, den Wildpferden, Eichhörnchen und alles, was noch so nötig ist.
Weil du tüchtige Sommerbäckerin bist du. Die Luft wird klarer und kühler. Ja, einen frostigen Sommer haben wir. Aber es soll wohl besser werden. Geh du schon mal vor. Ich hole noch schnell Wasser von der Quelle. Mein Kind, ich hab mein Kind wieder! Bin ich jetzt wirklich dein Kind? Ja, Ronja, wie du es immer gewesen bist. Meine Tochter, um die ich Tage und Nächte geweint habe. Gott, was habe ich gelitten. Ist es wahr, was Lovis sagt? Ist es wahr? Kommst du nach Hause, wenn ich dich darum bitte? Kommst du nach Hause? So musst es kommen. Das habe ich schon lange gesehen und gewusst. Aber warum tut's denn doch so weh? Ronja, geh schnell, geh gleich. Aber ich habe dich ja noch nicht gebeten. Deswegen, jetzt tue ich es. Ronja, ich bitte dich inständig, komm zu mir in die Mattesburg. Ah, Birk Borkason, komm her, ich möchte ein Wort mit dir reden. Was willst du? Boah, am liebsten würde ich dir eine Tat Prügel verpassen. Aber das tue ich nicht. Stattdessen bitte ich dich, komm in die Mattesburg. Nicht, weil ich dich so gern hab. Glaub das ja nicht. Aber mein Töchterchen mag dich. Das habe ich nun einmal begriffen. Und vielleicht kann ich es ja auch lernen. Mathis, was sagst du da? Birk! Nein, Mathis, ich muss mit Birk allein sprechen. Warum denn? Na gut, dann gucke ich mir eben inzwischen Zeit die Bärenhöhle an. Aber mach es kurz, denn wir wollen jetzt nach Hause. Was hab zu Hause? Glaubst du, ich will Prügelknabe bei den Borkerräubern werden? Prügelknabe, bist du dumm? Also erfrierst du lieber hier in der Mattesburg. Ja, tu ich. Und dann wirfst du dein Leben und meins gleichzeitig auch noch weg. Wie könnte ich nur so etwas tun? Wenn du hier bleibst, dann bleib ich auch hier. Weißt du, was du da gerade eben gesagt hast? Ja, das weiß ich ganz genau. Und du auch, du Schafskopf. Ich könnte nicht nur dein Leben wegwerfen. Ronja, ich folge dir, wohin du auch gehst. Auch wenn ich unter den Mattesräubern ersticken muss. Können wir jetzt gehen? Ja, wir können los. Ich muss noch einmal schnell zur Borkerfeste. Und gucken, wie es meinen Eltern geht. Aber danke, dass ich Ronja besuchen kann, wann ich will. Ja, vielleicht fällt mir das nicht. Aber komm nur. So schade, dass du so einen Vater zum Hosenschisser hast. Ein Hosenschisser, das bist du selber. Wir sehen uns wieder, Ronja. Alle Tage. Alle Tage, Birk. Thank you.
überleben darf. Entschuldigung, aber irgendein Salut muss ja geschossen werden, wenn Ronja heimkommt. Ronja, Loris, richtest du mir den Waschzimmer her? Ich wärme schon mal das Wasser. Du denkst doch an alles. Ich hab mein Kind wieder! 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 Juhu! Wir haben verstanden! Und ich hab mein Kind nochmal wieder! Hör auf damit, Weib! Wie deine Tochter! Nur Unsinn im Kopf! Man darf sich ja mal einen Spaß erlauben! Ha, ha! Warum liegst du im Bad? Fettplatzen her! Liegen lässt sich das Räuber-Elend besser ertragen. Welches Elend? Ja, Räubertochter. Der Kampf mit den Knechten des Vogts ist erbitterter geworden. Der will uns jetzt ernstlich an den Kragen. Ja. Nur, weil wir Pelle in einer dunklen Nacht aus dem Kerker befreit haben. Ja. Dein Knipp hat geglaubt, sie würden Pelle erhängen. Und meine Räuber hängt niemand. Ja. Aber jetzt haben wir es dem Vogt ja gezeigt, dass man mit Räubern nicht nach Belieben umspringen darf. Ja, genau. Mathis, du musst dich mit Borka versöhnen. Wie oft soll ich es dir noch sagen? Mit Borka versöhnen? Ja, nur eine einzige starke Räuberbande wird mit dem Vogt und seinen vielen Knechten womöglich fertig. Aber nicht zwei Räuberbanden, die sich gegeneinander belauern und um die Beute ballen, die Wölfe um Fleisch brocken. Und wer soll der Hauptmann dieser Räuberbande werden? Borka? Ich, Mathis, bin der mächtigste Räuberhauptmann in allen Wäldern und Bergen. Ja. Nur dass Borka, dieser Wicht, das nicht einsieht. Ja. Dann zeig's ihn doch in einem Zweikampf. Den wirst du doch wohl gewinnen, du großer Ochse. Also ich fände, es wäre besser, mit der Räuberei aufzuhören. Mit der Räuberei aufzuhören? Und wovon sollen wir dann leben? Hast du noch nie gemerkt, dass es Menschen gibt, die leben und keine Räuber sind? Ja, aber wie? Mach es mir. Das ist doch das Gleiche. Ich lass ihn mal ausreden. Ja. Ich gebe da schon so manchen Weg. Aber um dir das in den Schädel zu hämmern, bin ich zu alt und zu schwach. Aber Ronja werde ich das kleine Geheimnis eines Tages verraten. Was für ein Geheimnis! Wie gesagt, das erzähle ich mal Ronja, damit sie an dem Tag, wo du gehängt bist, nicht ganz hilflos dasteht. Gehängt, gehängt und gehängt! Jetzt ist aber Schluss, du Unglücksrabe! Ich will endlich ungestört feiern, dass ich meine kleine Ronja wieder habe! Ja, ja! Trinken, wir tanzen, wir singen, wir lachen, sind Räuber zu Hause im Matteswald. Und sammeln von Reichen die Sachen und jagen die Schisser, bis es knallt. Ja, wollen. Feiern wir nochmal eine Runde. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, Borka will dich sprechen. Mit einer Unglücksbotschaft kommt er. Wo? Am Fellenschloss. Wieder. So schnell. Was will er denn jetzt schon wieder? Gerade alles.
Feuer der Borkerfeste zu werden. Und du weißt nicht, wie unglaublich sehr sie sich gefreut haben, Undis und Borka. Ich wollte dich, Martin, ich wollte dich warnen, im Gegendienst, dass du zwei meiner Räuber so großzügig aus den Verliesen des Vogts befreit hast. Das war echt. Keine Ursache. Sie kommen soeben von einem Raubzug. Dort haben die Landsknechte im Hinterhalt gelegen. Zwei meiner Räuber haben sie gefangen genommen. Der dritte ist auf der Flucht schwer von einem Pfeil verletzt worden. Diese Blutsunde gönnen einem nicht mehr das täglich Brot. Jetzt Lanz aber! Ja. Wir müssen ihnen endlich einen Denkzettel verpassen. Ja. Hast du Bier gesagt? Ja, wir sollten uns vielleicht doch zusammentun. Da hast du endlich mal ein kluges Wort gesprochen, Mathis. Eine starke Räubersitte, ja, das wäre gut. Und einen starken Hauptmann. Ich wüsste, wer sich dafür eignen würde. Stark. Ja, genau. Ja. Komm doch rüber, wenn du so stark bist. Ja, rüber. Nur, dass das klar ist. Recht hat sie, tragt das unten von der Burg aus. Ja. Wir sehen uns. Mach mal sie. Kann ich. Der gewinnt. Nein, lass nur. Ich will dir jetzt lieber mal das hübsche kleine Geheimnis verraten. Wenn du mir versprichst, es keiner Menschenseele weiterzusagen. Das verspreche ich. Du, meine Herzensfreude, als ich noch jung war, genau wie du, und mich im Wald herumtrieb, da konnte ich einem kleinen Graugnom, den die Wildruten unbedingt umbringen wollten, das Leben retten. Naja, Graugnomen sind schon ein übles Pack. Aber dieser war irgendwie anders. Er war sogar dankbar und bestand darauf, mir etwas zu geben. Nämlich... Ach so! Du darfst es aber keiner Menschenseele weitersagen. Nicht einmal Birk, darf ich verraten? Nur wenn du ganz sicher bist, dass er genauso denkt wie du. Und jetzt lauf zum Bärenkampf. Und du willst wirklich nicht mit? Nee. Sogar mit dem nackten Fuß dürft ihr treten. Oh. Und sollte einer von euch nicht kämpfen wollen, kann er einen Stellvertreter wählen. Mathis! Schweig! Ich kämpfe selbst! Ich bin erfahren genug, ich wähle einen Stellvertreter. Feigling! Oh. Pass auf, nur nicht ins Gemächt dürft ihr treten. Es ist mir ein großer Kummer, Borka, dass du so ein Hosenschisser bist. Denn sonst hätte ich dich schon längst zu meinem Unterhauptmann gemacht und bräuchte deinem Volksmann nicht den Hirnschalk rauszuquetschen. Ja. 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 Los, mach ihn fertig, Rasmus!
Nun, gibst du auf? Nein. 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 Doch. Ja! Bruder Borka! Ja, jetzt sind wir Brüder. Name und Ehre eines Hauptmanns behältst du dein Leben lang. Und deine Männer regierst du selber. Ja. Aber von jetzt an gilt mein Wort vor deinem. Und ich, Mathis, bin der mächtigste Räuberhauptmann in allen Wäldern und Bergen. Ja! Ja. Im Übrigen, gräm dich nicht. Wenn wir beide nicht mehr sind, wird wohl dein Sohn Hauptmann. Meine Tochter will ja nicht. Und wenn sie nein sagt, meint sie nein. Das hat sie von ihrer Mutter. Und du glaubst, wirst du Räuberhauptmann werden? Ja. Das will er. Bestimmt will er das. Gut, dann schwöre ich hiermit, dass ich nie in meinem ganzen Leben Hauptmann werde. Kopfwolle! Ach, Borka, sei nicht traurig. Ich hab das durchstehen müssen. Du wirst das auch hinkriegen. Heutzutage hat man seinen Kindern nichts mehr zu sagen. Die machen, was sie wollen. Da muss man sich dran gewöhnen. Vielleicht ist das aber nicht. Ich freue mich, Birk. Das habe ich ja versprochen. Weil ich wüsste schon gern, wovon wir später leben wollen, du und ich. Das weiß ich. Aber ich sag's dir erst, wenn es soweit ist. Und jetzt feiern wir einen Sieg! Ja! Ja. So richtig fertig gemacht. Genau. Gewonnen. Alle gewonnen. Ja, der hat gewonnen. Boom, boom, boom. Und im Rasmus knacken, das habe ich so die Fresse verstanden. Ja. Du, meine Herzensfreude, du vergisst es doch nicht. Du weißt schon was. Nein, wenn ich es nur schaffe. Du schaffst es. Mathis, komm mal her. Ist denn? Jatzenfer geht's schlechter. Aber er stirbt doch hoffentlich nicht. Doch, das wird er. Nein! Nein, das erlaube ich nicht! Das ist ein Befehl! Über vieles kannst du bestimmen, Mathis, doch darüber nicht. Er ist tot! Das bin ich ganz gewiss nicht. Glaubst du etwa, ich habe nicht einmal den Anstand, mich zu verabschieden, bevor es mit mir zu Ende geht? Aber jetzt, meine Freunde, jetzt verabschiede ich mich von euch allen. Denn jetzt sterbe ich.
er nicht mehr da. Mathis, du weißt, dass nicht jeder immer da sein kann. Man stirbt, man wird geboren und man stirbt. So ist es seit eh und je. Warum jammerst du denn jetzt? Glatzenbär fehlt mir. Er fehlt mir, dass es mir das Herz schneidet. Oh, Mathis, soll ich dich ein Weilchen in den Arm nehmen? Ja, tu das. Tu das, um Gottes Willen. Und du, Ronja, du auch. Frühling sehen. Und dann bist du auch nicht mehr da. Was? Woher? Du siehst du Birk in die Bärenhöhle. Schöner als da kann man im Frühling schließlich nirgends wohnen. Stimmt's, Lovis? Geh du nur, mein Kind. Wenn Mathis es meint, ich werde dich vermissen, Ronja. Aber im nächsten Herbst kommt sie doch wieder, oder? Ja, wie immer. Dem glaubt. Und er war so dankbar, dass er ihm was schenken wollte. Und zwar eine ganze Höhle voller Silber. Wer das glaubt. Und was sagst du dazu? Ich glaub, das brauchen wir nicht. Schenk's Glatzenpferd. Wir sind so glücklich. So glücklich wie wir es keiner, noch nicht einmal Glatzenpferd. Glatzenpferd ist tot. Aber du hast recht. Wir brauchen das Silber nicht. Wir schenken es einfach den Leuten, die unsere Väter bestehlen. Jeder stirbt einmal. Ich muss meinen Frühlingsschrei ausrüsten, sonst hat der Frühling noch nicht begonnen. Oh nee. Bis es knallt.
von den Spenden haben wir uns entschlossen, dass wir die an die Dabari Waldorfschule spenden. Und ja, genau. Ich geb ihm den Schaden.